Chelsea-Fans zu Beginn der Saison. Oh mein Gott, was für eine Transferphase! Nach anderthalb Jahren Transfersperre hat Thomas Tuchel echt all seine Wunschtransfers bekommen. Der kann sich sein Kader genauso zusammenkaufen, wie er sich's immer vorgestellt hat. Fofana, Kukureya, Sterling, Koulibaly, Aubameyang und fucking Dennis Zakaria. Also ich vertraue Tuchel echt blind. Er hat den Erfolg zurück an die Stamford Bridge gebracht. Klar, 300 Mio hört sich jetzt erstmal viel an, aber... Thomas Tuchel und unser neuer Besitzer haben bestimmt einen Megaplan. Währenddessen bei der Führungsetage. Ich bin ganz ehrlich, ich habe absolut keinen Plan. Aber Sie haben doch gerade erst über 300 Millionen für neue Spieler ausgegeben. Ja, aber das war nicht ich, das war so ein großer dürrer Typ, der hat alle Spieler gekauft. Ich habe nur das Portemonnaie aufgemacht. So ein großer dürrer Typ? Aber Sie meinen doch nicht etwa Thomas Tuchel, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Leute, Cristiano Ronaldo ist auf dem Transfermarkt zu haben! Was? Cristiano Ronaldo ist zu haben? Wer ist Cristiano Ronaldo? Alter, du kennst Cristiano Ronaldo nicht? Das ist einer der zwei besten Fußballer aller Zeiten und der bekannteste Sportler der Welt. Ach, ihr Amerikaner denkt auch, ihr seid der Mittelpunkt der Erde. Hä, sind wir doch auch. Siehst du, wir sind an jeder Weltkarte genau in der Mitte. Auf eurer Weltkarte! Die ist von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich. Die Erde ist eine Kugel, da gibt's keinen Mittelpunkt. Oh mein Gott, mein Leben ist eine Lüge. Und wer ist jetzt Cristiano Ronaldo? Oh. Du kennst doch die Debatte zwischen Michael Jordan und LeBron James, oder? Ja, klar kenne ich die. Michael Jordan ist besser. Wer sechsmal in den Club geht und sechsmal fickt, ist für mich der GOAT. Schluss aus Ende. Ja. Jedenfalls, der LeBron James des Soccers, also Cristiano Ronaldo, ist derzeit auf dem Transfermarkt zu haben. Oh mein Gott, mein Verein könnte in seinem ersten Monat LeBron James verpflichten? Den müssen wir haben! Wow, also, sie haben bereits über 300 Millionen Euro ausgegeben und... Wenn wir Nkunku noch dazu zählen, wären es schon fast 400. Also, da können wir nicht noch einfach Cristiano Ronaldo kaufen. Und zudem hat sich Thomas Tuchel auch schon gegen eine Verpflichtung von Ronaldo ausgesprochen. Er sagt, man könne ihn nicht mehr gebrauchen, weil er mittlerweile viel zu alt ist, viel zu viel Gehalt bekäme und weil er extreme Unruhe in den Verein bringen würde. Thomas wer? Thomas Tuchel, das ist der Cheftrainer Ihres Vereins. Sag mal, haben Sie sich denn gar nicht informiert? Ach so, ja, klar. Und... Wer ist das? Naja, der ist einer der besten Coaches der Welt und hat letztes Jahr die Champions League gewonnen. Den Super Bowl des Soccers. Ah, den Super Bowl. Oh, wow, beeindruckend. Also, holen wir jetzt LeBron James oder nicht? Naja, wenn Phil Jackson sagt, wir brauchen LeBron nicht, dann holen wir den mal lieber nicht, ne? Ich habe absolut keine Ahnung, wer Phil Jackson ist. Ich auch nicht. Und ich dachte immer, Christian Pulisic wäre der LeBron James des Soccers. Ist er nicht? Ein Monat später, nach dem gerade einmal sechsten Spieltag der Premier League. Chelsea hat Tuchel entlassen? Was? Nach nur sechs Spieltagen? Ja! Warte. Er übernimmt uns im Tabellenmittelfeld, macht uns in nur sechs Monaten zum Champions-League-Sieger, hält dann anderthalb Jahre zu uns, obwohl wir eine Transfersperre haben und keinen einzigen Spieler verpflichten können, dann kaufen wir für 400 Millionen seine Wunschelf zusammen und dann schmeißen wir den einfach so nach sechs Spieltagen raus? Yep. Wie zur Hölle kann man ihn jetzt rausschmeißen? Ich habe keine Ahnung, aber dieser Todd Bowley wird sich schon was dabei gedacht haben. Währenddessen bei der Führungsetage. Sie haben Thomas Tuchel entlassen? Ja. Wieso haben Sie das gemacht? Der hat sich doch eben erst für über 300 Millionen seine Mannschaft zusammengestellt. Und außerdem ist er einer der besten Coaches der Welt. Na, zuerst wollte er Cristiano Ronaldo nicht verpflichten und dann hat er sich auch noch bei meinen taktischen Anweisungen quergestellt. Was denn für taktische Anweisungen? Na, die letzten Wochen lief's ja nicht so gut und da habe ich ihm vorgeschlagen, dass er doch einfach mal das 4-4-3-System ausprobieren soll. Und daraufhin ist er dann total ausgerastet und meinte, dass ich keine Ahnung von Soccer habe und dass ich ihn einfach nur in Ruhe seinen Job machen lassen soll. Es gibt ja auch kein 4-4-3-System! Das ist ein Spieler zu viel! Ach, deswegen ist er so ausgerastet. Und was machen wir jetzt? Wo kriegen wir denn jetzt mitten in der Saison einen neuen Trainer her? Oh, ich hab schon einen. Ich hab von so einem Liga-Rivalen Typen namens Gary Potter geholt. Lustig, oder?
Der klingt ja fast genauso wie die Bücher von J.K. Rowling. Und ihr Briten liebt doch Harry Potter. Der heißt Graham Potter, das ist noch nicht mal nah dran. Und außerdem ist der scheiße, nicht jeder Potter ist gleich der Auserwählte. Oh mein Gott, chill mal, du hörst dich ja an wie Professor Snape. Oh, wie viel haben sie überhaupt für den Trainerwechsel ausgegeben? Naja, so 17 Millionen Abfindung für Thomas Tuchel und 18 Millionen Ablöse für Gary Potter. Sie haben 35 Millionen für einen schlechteren Trainer ausgegeben? Entspann dich, das wird schon gut gehen. 6 Monate später, zur Wintertransferphase 2023. Alter, wir haben über 300 Millionen für neue Spieler und 35 Millionen für neuen Trainer ausgegeben und sind derzeit Zehnter. Seitdem wir Tuchel rausgeschmissen haben, ging's echt nur noch bergab. Dieser Bowley muss unbedingt rausgeschmissen werden. Der macht unseren Verein kaputt. Ich meine, hast du das mitbekommen? Angeblich hat der Tuchel sogar ein 4-4-3-System vorgeschlagen. Ach, die dummen Amis sollen uns einfach in Ruhe lassen. Die haben doch überhaupt keine Ahnung von unserem Sport. Okay, unsere Fans sind richtig sauer. Yep. Wir haben über 300 Millionen ausgegeben, haben mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer der Welt vor die Tür gesetzt und fucking Graham Potter verpflichtet, weil sie seinen Namen lustig fanden. Ja, aber hinter der Entscheidung stehe ich noch immer. Naja, jedenfalls, wir stecken in einer absoluten Krise und wenn wir den Zuspruch der Fans nicht verlieren wollen, müssen wir unbedingt was unternehmen. Also, haben Sie irgendeine Idee? Ja klar, wir machen es einfach so wie alle großen Amerikaner. Wir klauen einfach die Ideen von den anderen und packen dann da unsere Flagge drauf und tun so, als wäre das von vornherein unser Plan gewesen. Sie meinen also, wir sollen einfach gucken, wen die anderen Premier League Clubs verpflichten wollen und kaufen ihnen dann einfach die Spieler weg? Ja, genau. Das ist doch total bescheuert. Man braucht doch eine richtige Kaderplanung. Also, wen können wir ein paar Transfers klauen? Oh, Arsenal versucht gerade für 95 Millionen so einen Typen namens Mudrik zu kaufen. In Football begriffen? Oh. Wir sind die New York Jets und die Giants wollen Tom Brady verpflichten. Oh mein Gott, Tom Brady? Den müssen wir haben! Also, wären Sie bereit dafür, noch mehr als Arsenals 95 Millionen zu zahlen? Ja, natürlich, Alter, das ist fucking Tom Brady! Das mit Tom Brady war eigentlich nur so ein Beispiel, ne? Also, der ist nicht wirklich so. Wir bieten über 100 Millionen! Wisst ihr was? Wir kaufen einfach alle Spieler! Ja, go Jets! Ach du heilige Scheiße. Chelsea holt Mudrik für 100 Millionen! 100 Millionen für Modric? Alter, ich denke, der ist fast 40. Nicht Modric, Mudrik. Wer zum Fick ist Mudrik? Irgendein Kasper aus der ukrainischen Liga. Und wir zahlen 100 Mio für den? Aber das war noch nicht alles. Hier steht, wir holen noch Badiashile, Madueke, Santos und irgendein Fofana für über 110 Millionen. Wer zur Hölle sind diese Typen? Die hören sich an wie erstellte Spieler aus dem Karrieremodus. Wir geben über 200 Millionen aus und ich kenne nicht einen Spieler davon. Oh, und wir leihen noch Joao Felix für 11 Millionen aus. Oh, den kenne ich. Yep, aber der ist auch nur ausgeliehen. Für 11 Millionen. Für nur 6 Monate. Und er hat gerade in seinem ersten Spiel eine Rot bekommen und fällt jetzt für die nächsten 3 Spiele aus. Ach du heilige Scheiße. Yep. Wie schafft man es, 220 Millionen für Spieler auszugeben, von denen man noch nie gehört hat? Ich hab keine Ahnung. Alter, das waren jetzt über 600 Millionen in 6 Monaten. Und wir sind Zehnter. Was zur Hölle macht dieser Bowley denn da? Ach, das weißt du doch selber nicht. Aber schlimmer kannst du ihn wirklich nicht mehr werden. Und? Wieder ein neuer Transfer? Yep. Wer ist es diesmal? 30 Millionen für Marlo Gusto und 120 Millionen für Enzo Fernandes. 120 Millionen für Enzo Fernandes? Und wer zur Hölle ist Marlo Gusto? Den kennt doch niemand! Niemand!